Ich bitte Sie heute eindringlich darum, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und wirklich nur im kleinsten Familienkreis zu verbringen. Bitte schränken Sie Ihre Kontakte auf das Nötigste ein, verreisen Sie nicht, treffen Sie möglichst nur wenige und wenn dann nur immer dieselben Menschen. Und treffen Sie sich möglichst draußen. Wenn wir die Zeit des Lockdowns durch unsere Achtsamkeit optimal nutzen, dann bringen wir die Zahlen schneller runter. Die Einschränkung des öffentlichen Lebens wird dann besonders effektiv sein, wenn wir zusätzlich unsere eigenen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Zurzeit verschlechtert sich die Situation weiter. Wir verzeichnen weiterhin neue Höchstzahlen, und zwar neue Höchstzahlen sowohl an Neuinfektionen als auch an Todesfällen. In vielen Altenheimen haben wir wirklich schwere Ausbruchsgeschehen. Und wir kämpfen diese Ausbruchsgeschehen nieder. Viele arbeiten dort. Und leider sterben auch in den Pflege- und Altenheimen aktuell viele Menschen an Covid. Viele Krankenhäuser, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte sind am Limit. Zum jetzigen Zeitpunkt, also der Status ist von heute Morgen, vor 2 Stunden etwa, ist mir nicht bekannt, dass diese Variante aufgetreten ist. Aber wir wissen, dass diese Variante im Vereinigten Königreich bereits im September erstmals nachgewiesen wurde. Wir wissen ja auch schon, dass sie zum Beispiel in Holland oder in Dänemark gefunden wurde. Und das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schon in Deutschland ist, aber bisher unerkannt, die Wahrscheinlichkeit schätze ich schon als sehr, sehr hoch ein.